في ظل ظروف حرجة ومؤسفة مع استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة وإسرائيل ونتابع جميعا هذه التطورات بحزن وقلق بالغين. طبت مع زميلي مباحثات صريحة وعميقة في هذا الشأن حيث ناقشنا الأبعاد السياسية والإنسانية. Ereignisse uns in Traurigkeit gesetzt haben. Ich habe mit meinem Freund über die Lage gesprochen. Katar betont das Töten von Zivilisten, von Kindern, von Frauen, nicht akzeptabel ist. Deshalb, vom ersten Tag haben wir uns bemüht, sofort den Krieg zu stoppen, damit die Lage nicht eskaliert wird. Katar will sich weiter bemühen, Waffenstillstand zu erreichen, damit der Krieg sich nicht verbreitet. Wir haben auch gesprochen über die Hilfsgüter für die Brüder und Schwestern in Palästina zu schicken. Wir hinweisen auf die tragische Lage in Gaza nach den Angriffen auf Gaza. Wir alle wissen, dass die Lage in Gaza sehr schwierig ist. Deshalb versuchen wir mit unseren Partnern und Verbündeten, vor allem aus den USA, zusammenzuarbeiten. Wir sind überzeugt, dass die einzige Lösung ist, dass die Kommunikation weiter offen mit allen Parteien bleiben soll. Katar glaubt, dass die Vermittlung ist das Wichtigste und das ist ein wichtiger Bestandteil der Politik Katars. Und das haben wir bewiesen in verschiedenen Orten. Deshalb ist Katar ein verlässlicher Partner, um Frieden zu erreichen. Und diese Rolle von Katar sollte nicht ausgenutzt werden, damit das Image von Katar schlecht gemacht wird. Die internationale Gesellschaft soll versuchen und muss Druck ausüben, um die Lösung für die palästinensische Frage zu erreichen. Zwei-Staaten-Lösung ist wichtig und die Hauptstadt von palästinensischem Staat soll Ost-Jerusalem sein. Wir werden weiter mit unseren Partnern in den USA weiter zusammenarbeiten. Guten Abend. Ich möchte mich zuerst bei dem Emir und dem Premierminister bedanken, meinem Freund Mohammed. Wir haben wieder ergiebige Gespräche geführt. Katar ist ein guter Partner der Vereinigten Staaten in vielen Fragen, die für unsere beiden Staaten wichtig sind. Und wir haben dabei zusammengearbeitet, Amerikaner zu evakuieren, aus Afghanistan zum Beispiel, oder bei Naturkatastrophen wie den Erdbeben in Afghanistan und Syrien. Wir haben uns heute getroffen in schwierigen Zeiten, in einer Situation, die folgenschwer ist für die Region, nach dem umfassenden Angriff der Hamas mit 1300 israelischen Toten, 27 toten Amerikanern und
Menschen aus mehr als 30 Staaten, die betroffen worden sind. Wir haben detailliert über unsere Bemühungen gesprochen, jeden Staat oder jeden nichtstaatlichen Akteur daran zu hindern, eine neue Front aufzumachen in diesem Konflikt. Wir arbeiten auch eng zusammen, um die Freilassung von Geiseln zu erreichen. Zum Beispiel von amerikanischen Bürgern, die von der Hamas in Gaza festgehalten werden. Das ist ein dringlicher Vorgang. Ich habe gestern die Familien, die Angehörigen von einigen der Geiseln getroffen. Dort lebt man in tiefster Angst. Die Menschen sind verzweifelt, wollen ihre Lieben, ihre Angehörigen nach Hause bekommen. Möglichst bald. Und wir versuchen ihnen dabei zu helfen. Wir arbeiten mit Katar zusammen und mit Verbündeten und Partnern in der ganzen Region. Während Israel auf den verheerenden Angriff der Hamas reagiert, braucht das Land auch das und bekommt von uns, was es zur Verteidigung braucht. Ich habe heute Gespräche geführt, damit die Israelis das bekommen, was sie wirklich brauchen und damit dies über längere Sicht sich so fortsetzt. Gleichzeitig stehen wir in ständigem Kontakt mit israelischen Behörden und multilateralen Organisationen, humanitären Einrichtungen, Hilfswerken der Vereinten Nationen, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, um Zivilisten in Gaza zu schützen. Ich habe es gestern in Tel Aviv schon gesagt. Israel hat das Recht und sogar die Pflicht, das eigene Volk zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass die Hamas nie wieder noch einmal so zuschlagen kann. Wir erörtern weiterhin mit Israel, wie wichtig es ist, jede mögliche Vorsichtsmaßnahme zu ergreifen, damit keine Zivilisten zu Schaden kommen. Viele palästinensische Familien im Gaza leiden, ohne eigene Schuld. Viele Zivilisten haben schon ihr Leben verloren. Wir beklagen jeden Verlust von menschlichem Leben, von Zivilisten bei Palästinensern, bei Israelis, bei Christen, Moslems und Juden, bei allen Religionen, bei allen Nationalitäten. Es gibt einen klaren Grund dafür, weshalb es so gekommen ist. Israel führt diese Operation in Gaza durch, weil die Hamas einen Terroranschlag geführt hat und auf die schrecklichste Art und Weise 1.300 Menschen umgebracht hat. Massenmord, eine Schlichterei, Verstümmelung, Folter, Verbrennen von Zivilisten, von Babys bis hin zu alten Menschen, Männer wie Frauen, Jungen wie Mädchen. All diesen Menschen ist dies zugefügt worden. Wir brauchen humanitäre Hilfe im Gazastreifen. Das wird dadurch kompliziert, dass die Hamas weiterhin Menschen, Zivilisten als Schutzschilde einsetzt. Israel hat die Zivilisten aufgefordert, nach Südgaza zu gehen, aus der Gefahrenzone heraus. Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, auch mit Katar zusammen, damit Hilfe den Bedürftigen zukommen kann. Ich danke noch einmal für die sehr guten Gespräche heute und für die ganze Arbeit, die unsere beiden Staaten zusammen erledigt haben. Danke. Der amerikanische Außenminister war das, Antony Blinken, heute am späten Nachmittag in Doha, Katar. Das werden keine einfachen weiteren Gespräche werden. Einfach ist es auch nicht in Deutschland, meine Damen und Herren. Das Bundeskriminalamt hat noch mal darauf hingewiesen, dass es in einem aktuellen Lagebericht eine erhöhte Gefahr für jüdische Einrichtungen in Deutschland konstatiert und deswegen auch noch einmal zu erhöhter Sicherheit aufruft. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden seitens der Bundesregierung ja sofort an diesem Wochenende erhöht. Antisemitismus ist ein Thema. Wir haben gestern zum Beispiel hier an diesem Sender eine Solidaritätsbekundung aus München übertragen. Heute gab es ein besonderes Zeichen durch den Bundespräsidenten, durch Frank-Walter Steinmeier, der vor Ort